Das Renteneintrittsalter muss oder soll erhöht werden. Das ist die Forderung von jungen Unionschef Johannes Winkel, 32 Jahre alt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, am sogenannten Deutschlandtag oder im Deutschlandtag hat ja die junge Union in Halle sich zusammengefunden, meist alles Männer. Und dort haben ich sag's mal, die Jungs von der jungen Union mal so richtig harte Attacke gefahren gegen die gesetzliche Rentenversicherung, gegen viele Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegen viele Millionen, die hier hart arbeiten und in Deutschland in die Rentenkassen einzahlen. Und dieser JU-Chef stellt sich dahin und fordert 32 Jahre alt, ich weiß gar nicht, ob der in seinem Leben schon mal wirklich richtig hart gearbeitet hat, fordert hier die Erhöhung des Renteneintrittsalters, dass das ein Frontalangriff auf seinen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz ist, der das Thema ja an sich schon beerdigt hat, ist noch eine andere Sache. Aber auf dem Parteitag der Jungen Union wurde ja schon so suggeriert, dass Friedrich Merz de facto ja schon Bundeskanzler ist. Ja, meine Damen und Herren, damit ist Rentenzoff in der Union vorprogrammiert. Aber darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, sondern ich will einfach nur auf die Dreistigkeit eingehen, dieses Typen, der hier wirklich uns, den hart arbeitenden Menschen in Deutschland, erklären will, dass wir länger arbeiten sollen. Und zwar mit den markigen Worten: harte Zeiten brauchen eine harte Politik. Ja, meine Damen und Herren, da muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Herr Winkel, ich bin der Meinung, dann gehört es zur harten und unerbittlichen Wahrheit, dass Sie, wie alle anderen auch, in Deutschland in die Rentenversicherung einzuzahlen haben. Denn dann, erst dann können wir uns darüber unterhalten, wie es dann mit dem Renteneintrittsalter für die Zukunft aussieht, wenn alle Menschen in Deutschland, alle Erwerbstätigen in Deutschland in die Rentenkasse einzahlen. Er sagt letzten Endes, er plädiert dafür oder er fordert steigende Lebenserwartung, Renteneintrittsalter muss an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Und das ist sozusagen die Kernaussage. Und er geht mit seiner Kernaussage, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dann auf direkten Konfrontationskurs mit dem eigenen Kanzlerkandidaten. Ich weiß jetzt schon, was die Sozialverbände, Gewerkschaften, aber auch einzelne politische andere Akteure in Deutschland dann zu diesem Vorschlag sagen werden. Die werden sagen, das ist sozusagen Rückschritt in das Rentenstein, in die Rentensteinzeit. Sowas brauchen wir einfach nicht. Herr Winkel, Sie wissen genauso gut wie ich, dass Ihre Partei es auch mit zu verantworten hat, dass wir jetzt möglicherweise Riesenprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen. Und das kann nicht alles auf den Rücken der hart arbeitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen werden, sondern dann müssen eben alle hier in Deutschland in die Rentenkasse einzahlen und dann kriegen wir auch den Weg raus aus der Finanzmisere, die der Rentenversicherung offenbar in einigen Jahren drohen wird. Das ist absehbar. Weniger Beitragszahler, mehr Rentner, das ist das Problem. Aber das ist ja schon seit 50 Jahren in Deutschland bekannt. Es wurde nur nichts gemacht. Schuld daran auch CDU, CSU, SPD und andere politische Parteien, die mit an der Regierungsverantwortung waren. Ja, meine Damen und Herren, ich sage es immer wieder, ich habe den Vorschlag Einführung einer Erwerbstätigenversicherung in Deutschland. Damit könnten wir ein grundsätzliches Problem hier lösen und bräuchten uns nicht ständig diesen Unfug anzuhören, den hier einige politische Akteure und möchte gern Kanzler in Deutschland dann so veröffentlichen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ciao!